Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist das Verb werden. Also dieses Verb bereits viele Schwierigkeiten zum Deutsch lernen. Fangen wir mit der Konjugation dieses Verbs an in verschiedenen Zeitformen. Auf meiner linken Seite würdest du das sehen. Fangen wir mit dem Präsens an. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird. Wir werden, ihr werdet und sie werden. Gehen wir weiter zur Präteritumform. Ich wurde, du wurdest, er, sie, es würde. Wir wurden, ihr wurdet und sie wurden. Nicht mit der Konjunktiv würden mit der Umlaut verwechseln. Gehen wir zu der Perfektform an. Ich bin geworden oder worden. Du bist geworden, worden. Er ist geworden oder worden. Wir sind geworden oder worden. Ihr seid geworden oder worden. Und sie sind geworden oder worden. Ein bisschen später sage ich dir, wann nutzen wir geworden und wann worden. Und schauen wir gleich an die letzte Zeitform, Plusquamperfekt. Ich war geworden, du warst geworden, er, sie, es war geworden. Wir waren geworden, ihr wart geworden und sie waren geworden. Also, worden oder geworden? Man benutzt geworden in einem Aktivsatz. Und dort gilt diese geworden bzw. werden als Hauptverb. Zum Beispiel sein plus geworden. Nehmen wir einen Beispielsatz. Ich bin gestern 30 Jahre geworden. Andererseits, wenn wir sagen worden, das benutzen wir im Passiv. So, werden in diesem Fall benötigt ein zweites Verb dazu. Zum Beispiel sein plus Partizip 2 ein anderes Verbes plus worden. Zum Beispiel, der Kuchen ist gestern gebacken worden. Viele Deutschlerner verwechseln dieses Verb mit dem Englischen. Aber es ist wichtig zu wissen, das gehört nicht zu den Modalverben, obwohl die ähneln sich. Und ihr braucht eigentlich normalerweise ein zweites Verb, um einen Sinn zu machen. Wann können wir dieses Verb nutzen? Das können wir, als wir schon gesehen haben, als ein Vollverb nutzen für das Futur und Futur 2. Konjunktiv 2 bilden wir mit würde, als ich dir schon gesagt habe, nicht zu verwechseln, und Funktionsverb. Also hier unten in der Beschreibung wirst du einen Überblick und Übungen sehen. Also in der Beschreibung wird alles, was ich heute gesagt habe, verlinkt und viel mehr. Also hoffentlich wird es hilfreich für dich sein und bis nächstes Mal.